Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem, ja ich weiß auch nicht, angespielt Let's Play, eins von beiden wird es auf jeden Fall sein, zu Surviving Mars. Ja Leute, erstmal vielen Dank an Paradox Interactive. Ich hatte nämlich bei denen angefragt, ob ich eine Presseversion oder eine Preview-Version zu dem Spiel haben kann. Es kommt nämlich erst am 15.03. kommt das raus. Und ja, haben sie mir eine Preview-Version zukommen lassen. Und das heißt, wir können uns das Spiel jetzt einige Tage vor Release gemeinsam angucken. Und jetzt fragt sich natürlich der ein oder andere, was ist das jetzt hier überhaupt? Man sieht ja schon den Mars und es geht quasi in dem Spiel darum, diesen schönen Planeten zu besiedeln. Also wirklich die allererste funktionierende Kolonie zu errichten. Erst mit Drohnen das vorzubereiten, so dass dann quasi auch Menschen da leben können. Das ist das Ziel. Und das wollen wir jetzt irgendwie hinbekommen. Und das gucken wir uns mal gemeinsam an, wie das alles umgesetzt ist. So, legen wir los. Neues Spiel. Ich habe jetzt schon so, weiß ich nicht, 3 Stündchen oder so gezockt. Erstmal um ein bisschen reinzukommen, dass ich so ein bisschen was erklären kann. Hätte auch gerne noch weiter gespielt. Habe mir aber dann überlegt, dass es doch cooler ist, wenn wir uns gemeinsam das dann angucken. Ne? So, dass ich auch noch viele, viele Momente habe, wo ich was Neues entdecke. Ist, glaube ich, cooler. Allgemein für das Let's Play und so, als wenn ich alles schon in- und auswendig kenne, auch wenn ich dann alles ein bisschen besser erklären könnte. Aber so ist, entdecken wir gemeinsam quasi noch neue Sachen und das ist, glaube ich, cooler so. So, Missionssponsor, ja, es ist einfach nur ein bisschen die Rahmenbedingungen Europa. Ja, haben wir 3 Anfangsraketen, Schwierigkeitsgrad ist normal, Geldmittel 6.000 Millionen Dollar. Würden wir die USA nehmen, wäre das halt deutlich leichter. Aber, ja, wir sind ja keine Noobs, wir sind Europäer. So, geht mal hin. So, Kommandantenprofil, ich glaube, würde ich gerne Ökologe nehmen. Das sind einfach nur so verschiedene Boni, ne, pro Durchgang halt. Und ich nehme Ökologe, denn ich baue gerne Bäume oder so, ich weiß es nicht, in Aufbauspielen. Und wir kriegen die Bonustechnologie hängende Gärten. Die können wir dann in Kuppeln reinbauen, ne? Also spätestens dann, wenn wir Kolonisten haben sollen. Erstmal müssen wir so weit kommen, ne, auch in unsere Kolonie. So, Kolonie-Logo, ja, kann ich mal kurz hier durchgehen, wenn ihr es sehen wollt. Könnt ihr pausieren oder so, ich weiß es nicht. Ich nehme einen kleinen Schritt. Und Geheimnis, das ist so ein bisschen die Rahmenstory, würde ich jenseits der Erde nehmen. Es ist noch nicht vorbei, es wurde noch nicht alles erfunden. Das Abenteuer der Menschheit hat erst begonnen. Das finde ich irgendwie, ist cool. Alles klar, Leute. Gehen wir mal weiter. Und da haben wir jetzt nämlich unsere Rakete. Insgesamt haben wir jetzt, glaube ich, erstmal 2 Raketen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und das ist jetzt die Rakete, die erste, die mit Drohnen und so weiter und Robotern auf dem Mars landen wird, um alles vorzubereiten für die ersten Kolonisten, dass sie da leben können. Hm? Und da können wir uns jetzt hier raussuchen, was wir da drinnen haben wollen. Das ist jetzt natürlich für jemanden, der noch gar keinen Plan hat, jetzt noch nicht so aufschlussreich. Selbst ich weiß noch nicht ganz genau, was ich da gerne haben würde. Ich werde mal mit Katze eben das einstellen und erkläre euch dann alles. Ah, sehr gut. So, und den hätte ich gern dabei. Alles klar, Leute. So, Frachtkapazität 0 Kilogramm. Das heißt, die Rakete ist gerammelt voll. Wir können jetzt losmachen. Wofür das dann alles ist und so, dass die ganzen Sachen und so, das erkläre ich euch dann einfach im Spiel. Das jetzt zu erklären wäre irgendwie doof. Wir legen jetzt einfach los. Mit der Beam 1, mit der ersten Rakete für unsere Kolonie. Jetzt müssen wir halt noch einen Landeplatz auswählen, beziehungsweise eine Karte. So, hier kann man sich übrigens auch vordefinierte Sachen raussuchen. Ich finde das eigentlich ganz cool, wenn wir uns irgendwie so ein bisschen random eine Karte haben. Muss ich ehrlich sagen. So, hier irgendwo hatte ich was. Genau, das gefällt mir ganz gut. Hat mir das davor schon ein bisschen angeguckt, so, woran ich Interesse hätte. Und ich habe Interesse an super vielen Ressourcen. Gleichzeitig aber haben wir auch sehr viele Bedrohungen. Ne? Also, die Balken sind relativ weit oben. Ha! Und wir haben jetzt auch einen Schwierigkeitsgrad-Bonus von 220%. Wo ich vorhin das angespielt hatte, für mich die 2-3 Stunden hatte ich 70%. Und ja, also es ist jetzt deutlich härter auf jeden Fall. So, alles klar, Leute. Wir sind, ne, durchschnittliche Höhenlage minus 1968 Meter, Durchschnittstemperatur ist 15 Grad Celsius, Topografie relativ flach, aber ist ja cool, da können wir schön viel bauen. Alles klar, legt mal los. Ja, ich freue mich. Wir besiedeln jetzt den Mars, wir besiedeln den Mars. Welcome to Mars.
Jo, willkommen auf dem Mars. Die Einsatzleitung kann es kaum erwarten, dass die Rakete landet und ihre wertvolle Fracht auslädt. Die Drohnen und Rover, unsere ferngesteuerten Augen und Hände auf dem roten Planeten. Unser Ziel ist es, für die Menschheit Fuß zu fassen, indem wir die erste Marskuppel errichten. Jo, dieses... Ja. Das kann ich jetzt doch alles erklären, Leute. Okay. So, das ist erstmal jetzt hier nur die Übersichtskarte. Ich kann hier auch ganz nah ranzoomen. Moment, kann man eben zeigen hier, so, ne, kann auch die Kamera hier so hier machen und so weiter. So ein bisschen weiß ich nicht, einfach wie bei normalen Aufbauspiel. Und an sich wird jetzt auch vorgeschlagen, lass uns einen Landeplatz für Rakete festlegen. Ein vielversprechendes Gebiet wurde bereits auf Ressourcen gescannt. Also wir können jetzt theoretisch auch hier nur alles scannen, wenn wir wollen. Wir haben ja diese kleinen Orbitalsonden, damit könnten wir das machen. Werde ich aber lassen, da die noch keine tiefen Scans haben. Das müssen wir dann erst erforschen. Das können wir dann hier rüber machen. Das ist quasi das Forschungsfenster. Wie das alles funktioniert und so, das erkläre ich euch alles dann Step by Step. So zumindest das, was ich jetzt alles schon gelernt habe. Wir suchen jetzt erstmal einen Spot aus. Hier auf dieser kleinen Karte, die wir jetzt schon ein bisschen erforscht haben und so. Oder erforscht wurde für uns. Wo wir unsere erste Rakete landen wollen. Das ist das hier unten sozusagen. Jetzt hier ausgewählt. So, da ist jetzt wichtig, auf diesen Radius hier zu achten. Diesen blauen, das werdet ihr werdet gleich sehen warum. Auf jeden Fall will ich jetzt sämtliche wichtigen Sachen da drinnen haben. Hier haben wir Beton. Hier haben wir eine Anomalie. Okay, was das ist, erkläre ich dann auch gleich. Und irgendwo müsste hier eigentlich, hier ist auch Metall. Überirdisches Vorkommen. Machen wir mal... Moment. So hier. Überdecktes Vorkommen ist aber kein Problem. Machen so hier, dann überdeckt es kein Vorkommen. Alles klar, Leute. Die Rakete landet. Das ist ein großer, großer, großer Moment. Eigentlich eher für die Maschinen. Weil wie gesagt, hier ist kein einziges Lebewesen in der Rakete. Das ist alles nur KI erstmal nur. Die das jetzt vorbereiten sollen. So, hier haben wir ferngesteuerte Rover 1. Kann man übrigens auch alle umbenennen, wenn wir wollen. Ferngesteuerter Erkunder 1. Also das ist quasi der erste gewesen. Ich glaube, ich weiß, wie ich den nenne. Aber erstmal hier. Hallo, Drohne 1, Drohne 2, Drohne 3, Drohne 6, Drohne 5. Warte mal, wir können gleich auch mal zeigen, hier Skin wechseln. Schnupp. So, alles klar, Leute. Okay, Drohnen. Ja, das erkläre ich euch alles. Das, was ich weiß, würde ich jetzt nicht immer erst vorlesen wollen. Ich weiß nicht, aber das Tutorial würde ich trotzdem gerne anlassen, weil irgendwann kommen wir an den Punkt, wo ich dann mir doch wieder durchlesen muss. So, womit fangen wir jetzt an? Als erstes würde ich vorschlagen, wir schicken erstmal den Erkunder, steht auch hier jetzt da, kann Anomalien auf der Marsoberfläche analysieren. Und hier haben wir zum Beispiel eine Anomalie und ja, wenn wir das machen, kriegen wir halt dann zum Beispiel Bonuspunkte für Forschung und so. Und wenn wir dann weiter scannen und so, schalten wir halt dann mehr Sachen frei, um, also mehr Anomalien frei sozusagen über die Zeit. Können wir den erstmal hinschicken. Worauf man da mal sehr, sehr aufpassen muss, ist hier die Energieanzeige, die Batterie. Ja, wenn die leer ist, ja, dann geht quasi gar nichts mehr. So, was war denn jetzt der erste gewesen? Er war der erste, oder? Glaube ich. Den würde ich gerne mal umbenennen eben. Er war nämlich erster. Ich hoffe, ich verwechsel den jetzt nicht hier mit. Einer von den beiden war erster gewesen. Ich glaube, er war erster. So. Gut, Leute. Und dann kommen wir jetzt erstmal hierzu zum Rover. Der ferngesteuerte Rover dient als mobile Basis für deine Drohnen. Ja, kann ich auch mal eben zeigen, wenn ich hier draufklicke. Ah, nee, das ist ja cool. Also, ich habe ja schon die Skins geändert. Sämtliche rote Drohnen gehören quasi jetzt zu diesem Rover. Das heißt, die können wir jetzt auch einladen, wenn wir wollen. Ich kann den mal irgendwie hier hinschicken. Wir müssen jetzt eigentlich diese kleinen Drohnen dahin fahren. Eingeladen werden. Und dann könnte ich quasi hinfahren und dann da mit den Drohnen dann arbeiten. Das sieht man dann an diesem blauen Bereich, den ich vorhin meinte. Weil zu dieser Rakete gehören nämlich auch ein paar Drohnen. Um genau zu sein, 6 Stück steht hier unten. Und überall, wo dieser blaue Bereich hier ist, können quasi die Drohnen arbeiten. Die zu dieser Rakete gehören. Ja, den Bereich kann ich auch kleiner machen, wenn ich will. Dann würden die Drohnen jetzt noch hier arbeiten, in diesem Bereich. Und die Drohnen, das sind quasi ja erstmal unsere Arbeiter. Die machen das ganze wichtige Zeug, also die bringen Ressourcen von A nach B, bauen Gebäude auf und so weiter und so weiter. So, ne, und hier ne, kann ich quasi auch mobil, wenn ich irgendwo anders arbeiten will, arbeiten. Drum habe ich mir das Ding gleich noch mitgenommen und weil wir noch ein paar Drohnen zusätzlich dann bekommen. So, aber aktuell würden wir mit denen erstmal in dem Bereich jetzt hier haben, weil hier haben wir die ganzen Ressourcen. Das heißt, wir laden erstmal alles wieder ein.
Mich erinnern die übrigens übelst an Wall-E, die kleinen Dinger. Spielfernbeuerung. So, alles klar. Und ich baue jetzt auch extra nicht alles auf einmal und so. Ich will erstmal euch jetzt in Ruhe das hier alles zeigen, Leute. Ne? Wir machen jetzt hier keinen Stress. So, gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, eigentlich wollte ich noch irgendwas gerade erklären. Scannen will ich jetzt erstmal noch nicht, das machen wir dann später. Ich glaube, wir bauen jetzt erstmal los, würde ich vorschlagen. Der ist immer noch dabei, hier die Anomalie zu scannen gerade. Okay, so, dann zeige ich euch mal eben hier, das ist das Baumenü. Mache ich einfach rechte Maustaste. Ich spiele übrigens auf dem PC. Das Spiel kommt auch für Konsole raus. Weswegen ich nämlich am Anfang sehr, sehr skeptisch war, was das Spiel angeht. Nicht, weil ich was gegen Konsolen habe, aber weil es oft so ist, dass Aufbauspiele, die auch für Konsolen rauskommen, immer sehr, sehr simpel sind. Was ich eigentlich nicht so gerne habe. Aber bisher bin ich positiv überrascht, was es angeht, Richtung Komplexität und so. Das ist zumindest so vom ersten Eindruck her. Das sind jetzt sämtliche Gebäude, die wir aktuell bauen könnten. Da kommt aber dann über die Forschung, was ich schon mal kurz angezeigt hatte, deutlich mehr dann noch dazu über die Zeit. So, als erstes, beziehungsweise kann ich auch kurz sagen, erstmal ist es unser Ziel, wo haben wir es denn hier, Kuppeln. Anomaly analyzed. Milestone achieved. Sehr cool. Unser erstes Ziel ist es erstmal dann so eine Standardkuppel zu errichten. Dafür brauchen wir einerseits Strom, Sauerstoff und Wasser. So, Strom ist kein Problem am Anfang, das kriegen wir gleich hin, aber Sauerstoff und Wasser haben wir halt nicht. Das heißt, würden wir jetzt die Kuppel bauen, würden die Menschen sehr, sehr, sehr schnell sterben, wenn die ersten Passagiere hier ankommen. Deswegen lassen wir das erstmal und wir sorgen jetzt erstmal dafür quasi, dass es überhaupt lebbar ist hier oder bewohnbar. So. Gut, Leute. Und als erstes sorgen wir jetzt quasi erstmal dafür, dass wir die Ressourcen ranbekommen, die wir brauchen. Erstmal so die Basisressourcen. Und da fangen wir an mit einem Betonextraktor. Wir haben nämlich hier, das ist so ein bisschen die Basisressource, haben wir nämlich ganz viel Beton. Kann ich mir das anzeigen lassen? Ja, hier, 1700 haben wir hier. Ja, alles klar. So, und um einen Betonextraktor zu bauen, beziehungsweise um den zu betreiben, brauchen wir Strom. Das heißt, Strom ist das allererste, was wir jetzt machen. Okay, ich glaube, ich nehme gleich den großen Solarkollektor. Ist ein bisschen blöd, weil wir haben hier sehr, sehr viel Sandstürme. Also ich soll so schnell wie möglich dann auf Windräder umsteigen. Aber Windräder sind von der Wartung her und so weiter erstmal ein bisschen schwieriger zu bezahlen. Deswegen brauche ich erstmal Solarkollektoren. Halte ich erstmal für die bessere Idee. So, hier haben wir zwar das Metall, das könnt ihr ja trotzdem abbauen. Ich würde vorschlagen, ich muss mir das mal kurz ein bisschen angucken. Ja, nö, lass das mal hier irgendwie so ansetzen erstmal. So, bam. Aber ich mach gleich ein paar mehr. So. So. Und da ziehen die fleißigen Drohnen los. Und bauen jetzt gleich Solarkonnektoren. Beziehungsweise müssen sie jetzt erstmal hier das Metall und so weiter abbauen. Also ich finde das super cool gemacht. Mich erinnert das auch übelst am Wall-E irgendwie. So, denn, ne, wir brauchen Metall, um diese Solarkollektoren zu bauen. Pro Solarkollektor brauchen wir viel Metall und das bringt die jetzt ja automatisch schon mal hin. Was wir auch schon mal machen können, damit die auch definitiv immer arbeiten. Selbst wenn wir keine Gebäude im Auftrag gegeben haben. Theoretisch können wir sogar so Universallager machen. Machen wir das erstmal. Ist halt so Lager zu bauen, ne? Dann wird die das Metall dann erstmal dorthin bringen. Weißt du was, wir machen erstmal ein Edelmetalllager. Machen wir hier irgendwie mittig, hier haben wir auch noch ein Vorkommen. Machen wir mal irgendwie hier hin. Dann können die dann automatisch, werden jetzt quasi das Metall, wenn die hier keine Gebäude mehr bauen und so, dann erstmal hier lagern. Dann haben wir das allerdings schon mal im Start und muss nicht mehr abgebaut werden. So. Ja, das sind unsere großen Solarkollektoren, die einen absoluten Scheiß bringen, wenn es dunkel ist. Aktuell haben wir nämlich Nacht und ja, dementsprechend bringen die nichts. So, und damit wir aber dann auch nachts Energie haben, würde ich mal noch schnell einen Akku bauen. Ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn. Kann sogar sein, dass wir dann schon zwei brauchen. Ich weiß es nicht. Stromakkumulator. So, den bauen wir. Blockierobjekt, okay. Würde ich so hier hinsetzen irgendwie. Ah, wegen dieser Rakete. Okay, ich verstehe. Okay, na, ich baue es mal hier hin. Das gefällt mir ganz gut. So. Weil wir müssen dann nämlich hier noch Kabel setzen. Ich kann ja schon mal anfangen. So. Gucken wir uns das erstmal an, wie wir das jetzt hier aufbauen. Und wenn das fertig ist, dann bauen wir unser erstes Abbaugebäude. Um dann den Beton abzubauen. So. Ach ja, unser Erkunder ist fertig. Moment.
Wir haben eine Anomalie gescannt. Wähle eine Forschung zum Forschen aus. Ja, das sollte ich vielleicht auch alles erstmal machen hier. Das ist zumindest bisher mein Eindruck, dass mit der Forschung scheint immer random zu sein, so was man erforschen kann. Also zumindest auch in meinem Durchgang vorhin waren ja komplett andere Sachen gewesen. Bei den 10 Leistungen, das muss ich nämlich auch mal auf der Erde, scheinen mehr Bewerber. Ja, das ist später interessant. Sonden sind billiger und verfügen über Tiefen. Sehr, sehr gut. Das ist spitzenmäßig. Das werde ich als erstes, glaube ich, erforschen. Tiefenscans, weil so sind wir relativ schnell in der Lage, auch Wasser zu entdecken. Beziehungsweise Wasservorkommen. Das ist auch nice. Windrad-Upgrade erhöht die Stromerzeugung um 33%. Aber wie gesagt, Windräder ist nicht ganz so leicht, die Wartung und so. Drohnenschwarm. Auch cool. Wir haben super coole Sachen am Anfang. Okay, das ist definitiv random immer wieder, was man freischalten kann. Das war in meinem Durchgang andere Sachen gewesen. Ich mache erstmal angepasste Physik. Viele coole Sachen dabei. So, gut, das ist das erste Mal. Kann übrigens auch eine Warteschlange machen und so. Wie genau das dann alles funktioniert, ja auch mit diesen Forschung pro Soll und so, das erkläre ich euch alles noch. So, lass mal die erstmal jetzt hier weiterbauen. Man kann hier übrigens auch Radiosender ändern. Es gibt hier auch radiofreie Erde, die rote Grenze. Aber ich bin mir da super unsicher wegen GEMA und so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass so Vibing Mars die offizielle Mucke gibt es da keine Probleme. Deswegen nehme ich die einfach mal weiterhin. Außerdem wird mir die Radiosprecher dann ständig reinquatschen, aber ich wollte nur zeigen, dass das auf jeden Fall hier auch gibt. So. Warum bauen die nicht? Weil wir noch keinen Beton abbauen. Oh, ich bin so ein Noob. Okay, alles klar. Moment, darum kümmern wir uns jetzt. Aber wir haben ja schon alles vorbereitet. Wie gesagt, ich baue jetzt auch bewusst nicht alles auf einmal, weil wir wollen uns das ja in Ruhe alles angucken. Ich finde nämlich, dass das alles sehr liebevoll gemacht ist. So, also Produktion, Betonextraktor. So, da ist es jetzt wichtig, dass das, was jetzt gerade rot ist, das hier, dass der Bereich muss quasi über diesem gelben Zeugs da sein. Wir können uns das ja mal durchlesen hier. Betonvorkommen, eine regolithreiches Terrain, das zu Beton verarbeitet werden kann. Hm? Das ist interessant zu wissen auf jeden Fall. So, ja, die bauen wir einfach so hier irgendwie. Da sieht man jetzt hier auch rechts, wie viel wir dann verfügbare Ressourcen haben bei Status. Und ich würde es tatsächlich jetzt irgendwie so bauen, dass wir dann möglichst effektiv das nächste dann daneben bauen können. Weil nur wo der Bereich ist, wo es jetzt weiß ist, bauen wir auch wirklich ab. Hm? Das heißt, das jetzt so drin zu bauen, wäre voll doof, weil dann die Nächsten dann nichts mehr bringen würden. Und deswegen baue ich das ja lieber, dass es ein bisschen weniger bringt, aber dann die Nächsten durchschnittlich genauso viel oder so. Ich glaube, so ist ganz gut. 386. Jo. Machen wir. So, und eine Kabelverbindung brauchen wir. Habe ich übrigens schon auf dem Shortcut gemacht, ne? Nicht wundern. Das kann man auch über das Menü einfach nur auswählen. Ja, setzen wir einfach so hier hin. So, alles klar, da kann es weitergehen. Oh, ich bin so ein Noob, Leute. Ich habe ein Edelmetalllager gebaut und ich wundere mich, dass die Drohnen... guck mal, es ist jetzt helllichter Tag geworden. Ich habe ein Edelmetalllager gebaut und das ist ja nur Metall. Deswegen haben die nicht abgebaut die ganze Zeit. Das fängt ja super an, das Let's Play. Könnte sich wieder so ein paar Konsorten übelst aufregen drüber. Aber sollen sie halt machen. So, okay. Lager? Metalllager. Okay, hier irgendwie wollte ich es haben. So, jetzt theoretisch. Übrigens, wir wollen das hier nicht verpassen. Jetzt müssten die Drohnen automatisch hier abbauen, wenn sie nichts anderes zu tun haben. Die können übrigens auch schneller machen und so, aber ich gucke mir eigentlich das Gewusel gerne in Ruhe erstmal an mit euch. So, alles klar, alle Ressourcen da. Jetzt kann der Betonextraktor aufgebaut werden. Okay, jetzt können wir mal ganz kurz ein bisschen schneller machen. Aber aktuell ist es noch relativ ruhig, ey. Bin ich sehr, sehr, sehr erfreut drüber. Also was so Katastrophen angeht und so weiter, weil die können dann sehr, sehr nervig werden. Jetzt wird der Marsch planiert. Ich finde das übelst cool gemacht, ey. Das ist übelst nice animiert, oder? Ich feiere das ja ein bisschen. Ich finde das extrem cool. So, gleich legt er richtig los.
Okay, und sind wir jetzt auch hier Rechtsproduktion? 20 Beton? Und dann kann ich das eigentlich jetzt auch gleich mal mit der Forschung erklären, weil wir gerade sind, gesamte Produktion, tägliche Produktion. Und zwar, ich zeig das mal hier rechts oben. Aktuell machen wir 400 Forschungspunkte pro Soll durch unseren Sponsor Europa. Das kann man über die Zeit noch weiter ausbauen, dass wir durch andere Sachen Forschungspunkte bekommen. Und dafür ist jetzt natürlich nur interessant zu wissen, was ein Soll ist. Und dafür muss ich einfach nur hier unten hinkriegen. Ein Soll ist sozusagen das Solardatum. Aktuell haben wir Stunde 10 des Solls 2. Beziehungsweise ein Soll ist ein Tag auf dem Mars, der aber 25 Stunden lang ist. Ne? So kann man das quasi sehen. Also es ist eine Zeiteinheit. Und ja, das heißt zum Beispiel jetzt hier, für diese angepasste Sonden, um das zu erforschen, brauchen wir 2,5 Soll, ne, bis das fertig ist. Das nochmal ganz kurz erklärt, so. Ah, das ist schon cool gemacht, ey. So, wunderbar. Die arbeiten jetzt auch. Der Akku muss noch aufgebaut werden. Können sie jetzt aber, da wir jetzt ja Beton abbauen. Es würde trotzdem Sinn machen, weil das Beton, das wird immer hier hingebracht, wie man sieht. Wird es quasi auch Sinn. Ah, guck mal hier. Metall. Ne, wenn man das richtige Lager baut, dann funktionieren die Drohnen nämlich auch. Vorher hatte ich Edelmetalllager gebaut. So weit war ich noch nie gewesen. Da kommen wir sehr viel später erst hin. So, nee, keine Sorgen, ihr Drohnen, euer Zuhause fährt nicht weg. Der Bereich ist eigentlich erstmal super, wie das Fahrzeug steht. Das können wir dann später sehr gut gebrauchen, deswegen habe ich die mitgenommen. Falls wir jetzt irgendwie hier Wasser entdecken sollten oder so, was außerhalb von dem Raketenbereich ist, können wir dann nämlich dann einfach mit dem Fahrzeug hinfahren und die Drohne einladen und so. So, ein Betonlager wollte ich noch bauen. Huch, ich wollte eigentlich gar nicht bewegen. Da müsste eigentlich automatisch gleich wieder irgendwas machen, hoffe ich zumindest. Lager. Haben wir hier, da bin ich schon richtig gewesen, Betonlager. So, würde ich einfach auch hier mittig daneben bauen irgendwie, so dass es nicht stört. So. Jetzt kannst du quasi, wenn wir keinen Beton mehr brauchen, das dann einfach alles hier hinbringen. So, hier ist jetzt gleich alles da, ich mache mal jetzt ein bisschen schneller. Gesteinsabfälle. Deine Extraktoren erzeugen Gesteinsabfälle als Nebenprodukt. Jo, und dafür können wir Mülldeponien bauen. Das ist sozusagen, das hier sind Gesteinsabfälle. Ich weiß gar nicht, ob wir das irgendwann später vielleicht sogar noch verwerten können irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Aber allgemein, damit das nicht so liederlich ist. Mülldeponie. Wo würden die nicht stören? Weil hier habe ich Kabel. Wo Kabel ist, will ich dann Gebäude hinsetzen auf jeden Fall. Okay, brauche ich einfach mal hier hin. Hier stört es nicht so sehr. Kann ich auch mal eben zeigen, warum man da sehr, sehr drauf achten muss, wie man baut und so. Da wo die Kabel sind, kann ich keine Gebäude drüber bauen. Das heißt, die blockieren quasi das Feld und dementsprechend... Ah, guck mal, der Akku ist fertig. Und dementsprechend muss man da wirklich gut vorausplanen auch und sich Gedanken machen und effektiv bauen und so. Na, oh, wie sie alle fleißig arbeiten. Alles nur, damit hier irgendwann die ersten Menschen einen Fuß draufsetzen können und nicht sofort ersticken oder verhungern oder so. Ja, übrigens, der Stromakku, der ist jetzt voll flach, ne? Desto mehr Strom drin ist, desto größer wird der. Ne? Der geht dann quasi dann so nach oben. So, Drohnenhub sollen wir bauen. Ne, können wir erstmal, glaube ich, gar nicht. Ich habe keinen Drohnenhub mitgenommen. Brauchen wir auch nicht, wir haben die Rakete noch da. Die Rakete funktioniert quasi wie ein Drohnenhub. Steht auch da, kommandiert Drohnen im Einflussbereich. So, die sind weiter dabei, Metall abzubauen. Wir machen jetzt weiter. Mit dem nächsten Gebäude, da muss ich nur kurz überlegen, was das sein soll. Metallextraktor wird noch nicht gehen, also können wir zwar bauen, aber guckt mal da unten, da brauchen wir Arbeiter. 12 Stück. Scanner sollten wir bauen, fällt mir gerade ein. Scanner ist eine gute Idee. Ja, und Arbeiter, dann brauchen wir erstmal Kolonisten dafür. Und ich sollte meinen Erkunder, wo habe ich den? Ach, der steht noch hier rum. Das ist schlecht. Haben wir irgendwo eine Anomalie? Nein. Okay. Wir könnten jetzt hier die Dinger benutzen, die Orbitalsonden. Die scannen sozusagen instant so einen Sektor hier, wenn ich da einfach draufklicke. Ich will die jetzt aber eigentlich noch nicht einsetzen, weil wir noch keine tiefen Scans, wie gesagt, machen können. Das müssen wir erst mal erforschen. Und dementsprechend würde ich jetzt erstmal einen Scanner bauen. Scanner haben wir, glaube ich, bei Infrastruktur. Hier,
Sensorturm. Erhöhe die Scan-Geschwindigkeit, besonders bei nahen Sektoren. Erhöhe die Vorwarnzeit für Katastrophen. Das bauen wir jetzt erstmal. So, und da die auch Strom brauchen. Jetzt muss ich überlegen. Könnten theoretisch die auch hier so ansetzen. Das wäre auch okay. Aber hier will ich vielleicht auch noch ein Kabel langziehen irgendwann. Wobei, hier geht die Müllhalde. Nee. Hier können wir eins hinsetzen auf jeden Fall. So. Und ich baue sogar gleich noch einen zweiten Sensorturm. Stopp. Ich muss mal ganz kurz... Moment. Das Problem ist, verschmutzen nahegelegene Gebäude mit Staub. Okay. Dann machen wir das rückgängig. Ich habe nämlich, da müssen wir nämlich die Gebäude öfters warten, weil die so schnell verstauben. Dementsprechend würde ich die doch hier einfach jetzt hinsetzen erstmal. Ja, machen wir einfach hier hin. So. Dann machen wir einen daneben. Wenn ich ihn jetzt hier hinsetzen würde, wäre der by the way nicht mit dem Kabel verbunden. Also nebenbei. Ich müsste das Kabel dann erst hier wieder langziehen. Aber wie gesagt, man muss gucken, dass man so effektiv wie möglich baut. Nicht nur wegen Platzgründen, weil Platz hat man eigentlich relativ viel auf dem Mars, logischerweise. Sondern, desto größer das Kabelnetzwerk, desto größer ist auch die Angriffsfläche gegenüber Meteoriten und irgendwelchen Katastrophen und so. Und da kann quasi alles zusammenbrechen, wenn man das auch zu groß aufbaut. Könnte ich mir zumindest vorstellen. So, alles klar, dann lassen wir die ISS hier erstmal fertig bauen. Brauchen wir elektronische Geräte dafür, haben wir aber ein paar mitgenommen. Okay, machen wir ein bisschen schneller. Und da sind sie dabei. So, jetzt ist wieder dunkel. Aber dadurch, dass wir einen Akku haben, 70 Strom ist hier gespeichert. Ist alles cool. So, und wir haben jetzt unsere Scanner ready. Jetzt kann ich nämlich anfangen hier zu scannen. Und gucken, was wir quasi alles so in den anderen Sektoren finden. Ich hätte übrigens, glaube ich, schon da davor anfangen können zu scannen. Es hätte nur deutlich länger gedauert. Aber hätte ich auch schon ganz am Anfang eigentlich machen können. Aber wie gesagt, wir lernen das jetzt ja gemeinsam kennen. So, und da seht ihr das jetzt sozusagen auch. Sensor-Türme-Verstärkung. Ne? 347%, weil das nah dran ist. Wenn ich das hier scannen will, dauert das deutlich länger. Da haben wir nämlich nur 20%. So, können wir mal eine kleine Warteschlange machen. Machen wir mal erstmal alles ringsherum, würde ich vorschlagen. So, okay, hätten wir. So. Weiter geht's. Guck mal, die laden sich gerade auf. Ach ja, stimmt, wir müssen eine Aufladestation bauen. Immer wenn dieses Symbol hier aufploppt, heißt das hier, Batterien sind niedrig. Energie können die auch an den Kabeln, glaube ich, bekommen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Die da einfach drüber stehen. Okay, der hört einfach auch nicht mehr auf mich. Der will unbedingt Strom, der Kleine. Oder? Ich glaube, der will unbedingt Strom. Er hat jetzt Rakete und lädt sich auf, denke ich mal. Oder? Jo! Da geht die Batterie wieder voll. Dafür können wir einfach so eine Aufladestation bauen. So, das machen wir aber dann erst in der nächsten Folge. Ja, Leute, ne? Ich werde jetzt erstmal so viel aufnehmen, wie ich Bock habe. Das kann ich erstmal schon so sagen. Sollte irgendwie jetzt übelst krasses Feedback kommen und ja das total feiern und so, kann ich aber auch mal drüber nachdenken, eine zweite Folge noch rauszuhauen an einem Tag. Das wollte ich damit jetzt mal sagen. Also würde mich auf jeden Fall freuen, allgemein jetzt auch unabhängig davon, über einen Daumen, über Feedback. Schreibt ruhig mal eure Meinung rein, was ihr bisher so davon haltet. Aber wir sind ja jetzt ja noch voll am Anfang hier. Wir bereiten erstmal hier nur alles vor, dass hier die ersten Menschen leben können überhaupt. Und dann würde ich mich sehr, 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 sehr freuen, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen. Und dann bauen wir auch eine kleine Aufladestation, dass die nicht immer erst zur Rakete rüber müssen oder so, um sich aufzuladen. So. Also Leute, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüssi.